Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns immer noch in Malabar Tor und zwar hier oben an dem Ort, wo wir in der letzten Folge quasi Schluss gemacht haben, Baumhenge. Und zwar gibt es hier oben noch die Quest, eine profane Jagd auf eine heilige Beute. Die müssen wir uns jetzt allerdings erstmal suchen. Ich glaube, die erscheint nur, wenn man irgendwie da rumläuft. Ich glaube, der taucht dann hier irgendwo auf oder so. Bin mir aber nicht ganz sicher. Oder war der da hinten? Moment, da sehe ich jetzt gerade was. Er oder sie ist höher. Moment, da laufen wir nochmal eben hin. Da! Bitte helft! Die Forschungsergebnisse müssen gerettet werden. Wenn ich daran denke, dass all unsere Forschung ruiniert ist, das ist alles die Schuld dieser wilden Kultisten. Seid ihr verletzt? Kümmert euch nicht um mich. Es war ein Gleichgewicht. Eine heilige Übereinkunft. Dann kam der Wurmkult und brach diese Übereinkunft mit den Mammuts. Und jetzt? Wir waren doch nur einfache Beobachter. Aber sie haben uns angegriffen und zahllose Dokumente vernichtet. Haben die Kultisten euch angegriffen? Oder die Mammuts? Die Kultisten! Hört ihr denn nicht zu? Keine Zeit. Bringt alles Elfenbein, was ihr finden könnt, zu Vanendil. Und meine Notizen. Er wird sie haben wollen. Die Kultisten haben so viele Schnitzereien geraubt, um sie für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Sie müssen irgendwie gerettet werden. Das Gift. Meine Zeit ist um. Ich kann die hier nehmen, aber gibt es sonst noch etwas, bei dem ich euch helfen kann? Offenbar nicht. Ich wollte gerade noch sagen, ich glaube, sie stirbt jetzt vor unseren Augen. Bergt einige geschnitzte Mammutstoßzähne von den Kultisten. Achso, von den Kultisten, das ist gut. Ich wollte gerade sagen, die Mammuts will ich nämlich jetzt nicht hier angreifen. Irgendwo hier war noch auch noch da. Oh, die nehmen wir noch mit. Ernsthaft, fehlt mir jetzt genau einer. Dein Ernst? Gut gemacht. Ah, nee. Hä? Ja, wie gut gemacht. Da steht die ganze Zeit 5 von 6. Wer von euch hat noch Mammutstoßzähne bei sich? Ah, sehr schön. Moment, da müssen wir wieder... Ja, wo müssen wir da hin? Moment, Moment. Höher. Ach du Schande, da müssen wir auf die ganz andere Seite. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Okay, wir versuchen es mal. Also, irgendwo in diese Richtung. Hier noch vorbei. Ah, hier die Treppe. Okay. Hallöchen, wo muss ich hin? Oh. Sind wir nicht dahin, wo ich hängen bleibe? Da muss ich hin. Dann sammelt euch alle, meine Freunde. Ich möchte euch gerne alle hier hinten vernichten. Jetzt haben sie Angst, oder was? Dein Ernst? So, jetzt aber. Sinnlose Übung. Abscheulich. Oh, Verzeihung. Ich sah euch nicht kommen. Seid ihr noch eine Pilgerin auf dem Weg nach Baumhänge? Hütet euch vor diesen Kultisten. Man kann nicht sagen, wann sie zuschlagen werden. Aniesta hat mich geschickt, um euch zu finden. Ich habe etwas Elfenbein. Hervorragend.
Die Kultisten verwenden Mammut-Elfenbein für Fetische bei ihren dunklen Ritualen. Und was ist mit Aniaste? Wird sie bald hier sein? Sie hat es nicht geschafft. Oh, ich verstehe. Ich werde noch genügend Zeit haben, um sie zu trauern, sobald meine Arbeit getan ist. Die Kultisten schnitzen das Elfenbein in ihren Lagern. Besorgt ihr Zeremonienmesser und wir können dieser Sache ein Ende bereiten. Ich kann es versuchen. Ja, die Geheimnisse vom Baumhensch. Verfasser von Die Wurzeln vom Baumhensch und Die Mammuts vom Baumhensch und Baumhensch, Heimat der Dame. Jene, die das geheiligte Baumhensch sehen wollen, wo die sterblichen Überreste der grünen Dame, der Bosma, ruhen, müssen gut vorbereitet sein. Auch wenn es nicht offensichtlich ist, ist der Ort gut bewacht durch eine Kombination von Zauberformeln und noch unauffälligeren Wächtern. Nähert euch der Stätte vorsichtig und ehrerbietig, bringt eine Opfergabe dar und meditiert zwischen den Bäumen. Wenn eure Sinne geschärft sind, seht ihr möglicherweise Visionen der grünen Damen, die durch den Wald streifen. Außerdem erkennt ihr möglicherweise, wie ähnlich ihnen die Bäume sind, die Baumhensch seinen Namen gegeben haben. Schließt eure Augen und atmet tief ein. Den Geruch des faulenden Holzes, der blühenden Blumen und der Erde. Lauscht dem Wasserfall, dem Surren der Insekten und dem Flüstern von Blatt und Ast. Wenn ihr diese Dinge in eurem Herzen spürt, dann erfahrt ihr die Geheimnisse vom Baumhensch auf eine Art und Weise, die ich nicht beschreiben kann. Ja, holt ein Tranchiermesser. Das werden wir wohl so besorgen können, nehme ich mal an. Ja, fast. So. Funke, du machst das schon, ne? Ich hätte dich Magda nennen sollen. Magda macht das schon. Und schwupps. Ja, natürlich. Das Messer muss auch zerstört werden. Werft es hinein. Hallo. Wieso schießt sie nicht? Oh, hallo, ihr Mammuts. Hä? Faszinierend. Ihr seht sie, nicht wahr? Das wird ein wunderbarer Zusatz zu meinen Studien sein. Ihr meint die geisterhaften Mammuts, vermute ich. In der Tat. Nun, vielleicht ist meine Zeit hier noch nicht vorbei. Ich kann ein solches Phänomen nicht undokumentiert lassen. Vielen Dank für eure Hilfe bei der Entdeckung dieser Kreaturen. Ihr Leid ist bedauerlich, aber ich werde dafür sorgen, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Ja, und der Tod eurer Mitarbeiterin, der darf dann in Vergessenheit geraten, oder wie? Das ist ja wirklich ganz toll hier. Nun gut, also gut nicht, aber naja. Wir haben insgesamt noch 3, die bindenden Bande, Brüder und Banditen und glücklose Musikanten. Wir haben noch 3 Quests übrig. Ich würde sagen, ich laufe... Ach so, das ist bestimmt wegen diesem Wildlingslauf hier. Das wird wahrscheinlich länger dauern. Ich würde sagen, ich laufe hier mal die Straße runter und gehe dann hier mal zu der Quest Brüder und Banditen. Und dann sehen wir uns gleich dort wieder. Halt, meine Freundin. Ich muss euch warnen. Also, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil, wie ihr seht, ich stehe jetzt komplett hier oben. Und bin mir jetzt nicht genau sicher, was das jetzt für eine Quest ist hier. Seid auf der Hut, Reisende. Unnatürliche Kreaturen wandeln durch diese Wälder. Wir haben den Preis für unsere Ignoranz gezahlt. Lernt aus unseren Fehlern. Kreaturen, das heißt, die sind wahrscheinlich hiermit verwandt. Die bindenden Bande. Nehme ich mal an, ich bin mir nicht sicher. Das heißt, ich werde dann weiterhin noch mal eben gucken, dass ich zu dem anderen komme. Das ist gerade alles ein bisschen verwirrend hier. Ich denke mal, dass das der zweite Annahmepunkt, sage ich jetzt mal, von der Quest ist. Die ich jetzt nicht annehmen wollte. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt zu der Quest, die ich annehmen wollte?
So, ich halte mich mal hier am Wasser entlang. Jetzt bin ich hier. Und genau hier sollte eigentlich die Quest sein. Aber da ist sie nicht. Vielleicht ist das doch die Quest, die wir machen wollten. Hm. Es sollte quasi... Ach, ist das hier in dem Verlies drin? Moment. Ja, hier ist eine Quest. Sehr schön. Dariel, er ist da. Dariel? Nein, der seid ihr nicht. Bitte, tötet mich nicht. Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt. Ich werde euch nicht töten. Dann seid ihr kein Bandit? Den Acht sei Dank für kleine Segen. Mein Bruder Dariel hatte nicht so viel Glück. Er dachte, er könnte die Banditen in den Ruinen überlisten. Jetzt ist er fort. Er würde alles tun, um ein Heilmittel für mich zu finden. Aber derzeit bete ich für nichts anderes mehr als für seine Sicherheit. Seid ihr krank? Ich bin schon den Großteil meines Lebens krank. Wir kamen auf der Suche nach einer Pflanze hierher, die im Licht eines Aileidenbrunnens wächst. Man sagt, ihr Saft könne jedes Leiden heilen. Die Banditen haben uns aufgehalten, aber Dariel hat uns eine freie Passage mit ihnen ausgehandelt. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich werde sehen, ob ich ihn finden kann. Ja, Brüder und Banditen. Ich hoffe jetzt nicht, dass der jetzt irgendwie zu den Banditen gehört. Weil das hört sich so ein bisschen, ne? Das hört sich ein bisschen komisch an, sagen wir es mal so. So, Moment. Hier müssen wir links rum. Schwarzrankenruinen. Die Leute, die ich vorgeschickt habe, um weiter zu erkunden, sind nicht zurückgekehrt. Ich werde sie mit einem kleinen Trupp suchen. Sollte ich morgen früh nicht zurück sein, müsst ihr unverzüglich aufbrechen. Ich dachte, ich könnte vorher noch raus. Ich habe ein bisschen meine... Ja, meine Funke, ist alles in Ordnung mit dir? Du hättest sie auch mal aufhalten können, ne? Ich habe ein bisschen meine, mein Leben. Greifst du mich jetzt an, wenn ich lese? Nee. Mein Leben überschätzt, würde ich sagen. Sollte ich morgen früh nicht zurück sein, müsst ihr unverzüglich aufbrechen. Es gibt keinen etwas, wenn die Würger uns alle zerfetzen. Zidal. Okay, Zidal ist aber auf jeden Fall nicht derjenige... Oh, da sind Würger. Nicht derjenige, der sein Bruder ist. So, da ist der Bruder. Dann kommt mal alle hier rein. Hallo, Feigling. Dann komm halt nicht hier rein. Ist mir auch egal. Glaub nicht, dass ich mich trotz meiner Verwundung nicht verteidigen werde. Für die Würger wird nicht mehr viel übrig bleiben, wenn ich mit euch fertig bin. Dane hat mich losgeschickt, um euch zu finden. Daina atmet noch. Dann habe ich einen Grund, um noch nicht aufzugeben. Ich muss den Saft dieser Pflanze holen, ehe es zu spät ist. Ja, wenn ich ihn jetzt überrede, dann denke ich mir mal, dass das nicht funktioniert, oder? Bleibt hier, ich werde den Pflanzensaft für euch holen. Was? Warum solltet ihr euren Hals für uns riskieren? Ich bin nicht in der Verfassung, um zu streiten. Die Pflanze sollte beim Aileidenbrunnen wachsen. Seid vorsichtig mit den Würgern. Sie scheren sich nicht, ob ihr Fleisch tot ist oder lebt. Ja, und wo ist das? Hier unten? Wo ist denn jetzt der Aileidenbrunnen? Sammelt Pflanzensaft höher. Also in der Richtung. Ja? Alles gut, Funke? So. Es war auf jeden Fall gut.
dass wir den nicht mitgenommen haben. Frage ist, ist er noch da, wo er jetzt sein sollte? Ja, er ist noch da, okay. Ich dachte schon nicht, dass der jetzt irgendwie entführt worden ist oder so. Ich kann die Augen kaum offen halten. Ich hoffe, dass ich nicht verblute, bevor ich wieder bei Daine bin. Habt ihr die Pflanze gefunden? Ach, verdammt. Ich hätte ihn rüberschicken sollen, oder? Ich habe nur jetzt Panik gehabt, wenn ich ihn jetzt rüberschicke, dass ich dann die Pflanze, also dass ich das Zeug nicht mehr suchen werde. Ja, bringen wir euch jetzt fort von hier. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich und mein Bruder, wir sind Waisen. Wir konnten uns auf niemanden verlassen außer uns. Dieser Saft wird Daine die Chance geben zu kämpfen. Gehen wir, solange ich noch bei Bewusstsein bin. Ach, verdammt, ich habe da echt ein ganz übles Gefühl. Okay, folg mir. Ich hoffe, du kannst laufen. Du bist zwar total am Ende, aber ich hoffe, du kannst trotzdem laufen. Gut, darüber ist eine Abkürzung. Den haben wir sowieso... Oh. Das nehmen wir doch gerne mit. Da ich mit der jetzt noch nicht ganz ausgelevelt bin, muss ich das leider manuell machen. So. Nicht schon wieder Burger. Hasse Burger. Lass mich in Ruhe. Greifen kannst du mich eh nicht durch die Wand durch. Hallo? Jetzt sind die da nicht am Kämpfen, oder? So, ist er jetzt bei uns? Der ist jetzt nicht ernsthaft hier durchgekommen, oder? Na kommt, Junge. So. Na? Reden die nicht? Sprecht mit Dariel. Moment, Dariel war der. Ich kann den aber nicht ansprechen. Jetzt. Daine sieht nicht gut aus. Toll. Ich muss ihn hier rausbekommen. Glaubt nicht, dass es einer von uns geschafft hätte, wenn ihr nicht gewesen wärt. Ich sage das nicht oft. Habt Dank. Ja, gerne, Herr Pflanze. Glaubt ihr wirklich, dass der Saft eurem Bruder heilen wird? Das ist das Einzige, woran wir uns noch festhalten können. Ich habe meine Zweifel, aber ich muss für Daine stark bleiben. Aber trotzdem war es das alles wert. Allein schon zu wissen, dass es noch gute Leute auf dieser Welt gibt. Leute wie euch. Wir haben den Saft, Bruder. Ein Gang zum Alchemisten und es geht euch wieder gut. Dariel, ich hätte nicht gedacht, dass ich euch wiedersehen würde. Kann er ihn dann wiedersehen? Ab jetzt bleiben wir zusammen. Ich verspreche es. Die bleiben ja super zusammen, weißt du? Der macht irgendwas auf den Fuß von seinem Bruder und dann haut er einfach ab. Und lässt er ihn einfach so halb verreckend hinter sich hertorkeln. Ja, das ist ja wunderbar. Na gut, jetzt sind die beiden auch verschwunden. Ja, wir haben zwei Folgen, beziehungsweise zwei Quests wieder gemacht. Eine Folge. Und ich hoffe, dass die eine Quest nicht zu lange ist. Ansonsten wird die nächste Folge halt jetzt nochmal ein bisschen mit Überlänge werden. Weil wir haben nämlich noch zwei Quests jetzt übrig in der Gegend und die würde ich halt schon gerne in einer Folge dann machen. Und ja, danach werden wir uns dann von Malabal Tor verabschieden. Aber eine Folge bleibt auf jeden Fall noch übrig in Malabal Tor. Deswegen erst einmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!